Hört zu, Leute. Ich suche einen Fahrer. Wenn ihr was drauf habt im Wasser und in der Luft und hinterm Steuer, um Letzteres kümmern wir uns später, dann seid ihr vielleicht die Richtigen für mein Team. Unterbietet die angegebene Zeit und ihr seid dabei. Versagt und nun, ich bin sicher, jemand anderes springt für euch ein. Alexis Kendrick Racing gibt sich nur mit Siegern ab. Ich bin Alexis. Ich weiß das. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Crew 2. Ja, in diesem Video werde ich jetzt auch weniger reden, weil das noch meine Anfänge waren und ich da irgendwie total angespannt war. Deswegen nehme ich jetzt auch gerade diesen Begleitkommentar auf, damit ihr zumindest ein bisschen was noch von mir hört. Dass ich den Leuten hinterherfahre in diesen Rennen. Ist ganz normal, weil mein Motorboot komplett untermotorisiert ist. Das heißt, wenn ihr das mal selber fahren solltet und ihr seid noch Anfänger, dann macht euch da keine Hoffnung auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Seid aber auch nicht traurig darüber, wenn ihr den anderen hinterherfahrt, weil ihr habt einfach nur ein langsameres Boot als die anderen. Kleiner Tipp übrigens noch von mir, das habe ich leider erst nach, keine Ahnung, wie viel 100 Spielstunden gesagt bekommen. Wenn ihr mit den Booten fahrt, also egal ob so ein kleines Speedboot ist oder so ein großes Boot ist, wo ich jetzt gerade mitfahre, wenn ihr schneller fahren wollt, dann drückt den Stick, mit dem ihr lenkt, nach hinten. Dann kriegt ihr zusätzlich nochmal so einen kleinen Powerschub, seid insgesamt etwas schneller und natürlich nutzt auch die Nitro-Taste. Das habe ich jetzt da noch gar nicht gewusst. Doch, da nutze ich sie jetzt gerade. Okay. Bravo, du hast den Job. Na toll. Gehen wir irgendwo hin, wo wir weiter planen können. Das war gar nicht schlecht. Ich freue mich schon darauf, dich im Team zu haben. Ein paar Kleinigkeiten musst du noch verbessern, aber das wird schon. Ich bringe dir alles Wichtige bei. Die Arbeit wird hart, aber die Ergebnisse siehst du auf der Straße, auf den Wellen und in der Luft. So, das ist The Pit. Hier bereiten sich die Pro-Racer vor. Ab jetzt darfst du auch hier sein. Glückwunsch. Das ist Clarence Bishop, der Dritte. Er ist der amtierende Champ. Reinster Rennadel. Sein Vater und Großvater waren auch Champions. Was sein arrogantes Auftreten erklärt. Wenn du gewinnst, wird er darüber nicht glücklich sein. Clarence ist oldschool. Er findet, nichts sollte sich ändern. Viele sehen das allerdings anders. Ich glaube, wir brauchen hier ein Gleichgewicht. Aber mach dir doch selbst ein Bild. Nur falls du dich wunderst, im Shop wartet ein Powerboot mit deinem Namen auf dich. Danke mir nicht. Ist verdient. Und du wirst es brauchen. Den Rest davon kannst du später kaufen. Das nicht, Heißsporn. Noch nicht. Du musst zuerst ein paar Mal in den Kreis der Gewinner gelangen. So, welches ist das denn? Das hier? Ach, hiermit kann ich laufen, okay. Die sind echt teuer. Okay. Falls du es noch nicht bemerkt hast, jetzt können wir Videos über die Live-App bearbeiten. Öffne einfach die Karte und du findest alle nötigen Tools. Wenn du die Babys postest, bringt uns das jede Menge Follower.
Willkommen in Monument Valley, einem der schönsten Flecken des Landes. Und ein Ort, wo du deine Grenzen überschreiten oder entdecken kannst, wo sie sind. Okay. Du bist zu ängstlich. Riskiere mehr. Fliege näher am Boden. Du musst nicht, wenn du nicht willst. Sie will nur herausfinden, was du drauf hast. Ja, so ist es richtig. Volles Risiko. Ich kann ein paar Minuten lang in geringer Höhe auf dem Kopf fliegen. Vielleicht kannst du das eines Tages ja auch. Man weiß ja nie. Oh, endlich. Hey, sieh mal, wir haben Beute dafür gekriegt. Hol sie dir. Yes. Wir können sie sicher brauchen. Was wir tun, kann man am besten so erklären. Unsere Piloten sind verdammt gut. Aber manchmal verhalten sie sich wie ein Haufen schnodderiger Blagen. Die Art von Leuten, die eine Party in ihrer Schule... Nun, so sieht das unser Griesgram. Ich sehe es so. Wir können Dinge tun, die du noch nie gesehen hast, weil wir Spaß haben. Gib uns einen Flieger und wir zeigen dir die fantastischsten Sachen. Hey du, ich bin Wade Palmer. Vielleicht kennst du mich. Das ist meine Show. Ich suche nach jemandem, der abseits der gesteckten Pfade fährt. Ich leih dir einen Wagen. Mal sehen, ob du es drauf hast. Worum's geht? Schnapp dir die Schlüssel und finde es raus. Gewinnst du, behältst du das Auto und nimmst an ein paar echten Rennen teil. Wenn nicht, dann bekomme ich ihn zurück und leb wohl. Aber du verlierst doch nicht, oder? Nein, ich denke nicht. Three, two.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Du und ich, wir müssen über deine Zukunft plaudern. Komm, das Basecamp und dein neues Auto warten. If you need a bite, tasty hot dogs are available from our friendly vendors. Hey, sieh einer an. Du hast es geschafft. Jetzt bist du dabei. Also, willkommen in unserem kleinen Offroad-Paradies. Du findest jeden hier. Mudder, Mountain Climber und echte Sieger. Und ich wette, zur Letzteren wirst du gehören. Der Irre ist Tucker Morgan. Aber jeder nennt ihn Tuck. Er hält sich für eine große Nummer. Aber wir zeigen dem Baumknutscher mal, wie falsch er liegt. Er erkundet gerne die Gegend. Das tun die meisten hier. Und das ist ihr Fehler. Die sollten sich lieber aufs verdammte Rennen konzentrieren. Ihr Fehler, unsere Chance, deine und meine. Und wie ich schon sagte, du kannst einfach in den Shop gehen und dir das Auto holen, das da auf dich wartet. Nennen wir es einfach mal eine Investition in deine Zukunft. Den Rest davon, den musst du dir verdienen. Ah, schade, nur Mercedes. Den würde ich nehmen. Aber 117.000 ist ziemlich viel. Nein, keine andere Farbe. Und keine anderen Felgen, ne? So. Wie wär's, wenn du mit Rumfahren ein bisschen Kohle verdienst? Dieses Magazin will, dass wir Fotos für sie machen. Du siehst, was sie im Fotoalbum haben wollen. Es muss nicht sein, aber es wäre leicht verdientes Geld.